Achtung, illegal. Sogenannte Adbuster stehlen heimlich Werbeplakate und verwandeln sie in Anti-Werbung. H&M steht jetzt für Hager und Mager. Lufthansa fliegen heißt Klimakillen. Und Fastfood kann tödlich sein. Dieser Mann hat's auf die Schönheitsindustrie abgesehen. Aus Models macht er Zombies. Wir treffen ihn in seinem Atelier in Berlin. Er nennt sich Vermibus. Wie die Werbewelt tickt, weiß er genau. Denn der Spanier hat selbst jahrelang als Fotograf in der Branche gearbeitet. The advertising doesn't want you happy. Werbung will, dass du unglücklich bist. Denn glückliche Menschen kaufen nichts. Also versuchen sie, dich herabzusetzen. Denn wenn du ein bisschen deprimiert bist, wirst du konsumieren, um die Leere in dir mit dem neuen Produkt zu füllen. Aber kurz danach kommt das nächste und das nächste. Und du wirst mit Konsum niemals glücklich, denn es gibt immer etwas Neues. Statt in einer hippen Agentur arbeitet er jetzt im Untergrund. Vermibus klaut Plakate, bearbeitet sie mit Lösungsmitteln und hängt sie dann wieder auf. Er will unerkannt bleiben, weil sein Kampf gegen Werbung illegal ist. Werbung ist geistige Umweltverschmutzung. Wir sind heute zigfach mehr Werbung ausgesetzt als vor 100 Jahren. Und immer zeigt die Werbeglitzerwelt, wie perfekt man sein soll. Sie sagt also, du bist nicht okay. Und heutzutage haben so viele Menschen Burnout, Magersucht, Selbstwertprobleme und so weiter. Ich bin kein Psychologe. Ich sage nur, lass uns da mal drüber nachdenken. Zweifel an der Konsumgesellschaft. Damit ging Ende der 80er Jahre alles los. Kalle Lassen, auch er ein Ex-Werber, gründet das Magazin Adbuster. Eine unserer Techniken ist es, die Originalwerbung der Industrie zu nutzen. Es ist wie beim Judo, wenn ein Riesenmonster auf dich zukommt, packst du es und wirfst es mit einer schnellen, intelligenten Bewegung auf die Matte. In a kind of a clever move, like a judo-like move, where you this big monster is coming at you and you just grab it and you throw it on the mat. Wenn das funktioniert, wendet sich die ganze Energie der milliardenschweren Kampagne plötzlich gegen die Firma selbst. Kalle Lassen ist heute der Guru einer weltweiten Bewegung. Adbuster legen sich mit Managern der Deutschen Bank an, die für Geld ihre Seele verkaufen. Und verordnen Camel in San Francisco einen neuen Slogan. Am I dead yet? Bin ich schon tot? In Paris beklebt ein Adbuster Reklame mit alten Gemälden. Kunst statt Konsum. Und auch in Hamburg sind Reklametafeln nicht mehr sicher. Schnell und schmutzig entern die Werbepiraten das Plakat einer Handynetzfirma. Am helllichten Tag. 20 Minuten später wird hier nur noch Liebe beworben. Kosten 0 Euro.